Hallo, ihr habt euch ja hier Rüsselswald gemerkt, das mit dieser einspurigen Brücke. Und jetzt ändern wir da mal ein bisschen was. Und zwar die Züge, die da drüber fahren nach hinten, die fahren ja dann eigentlich, also die münden ja dann da links ein. Das Problem hatten wir beim letzten Mal besprochen, dass die da oben einmünden müssen, da wo der Kesselwagenzug gerade vorbeifährt. Und das wollen wir jetzt etwas ändern. Und zwar münden die jetzt seit neuestem nicht mehr da ein, wo jetzt die Taurus versucht reinzugehen, sondern die fahren rechts rum zu der Ampelschaltung, die da rechts zu sehen ist. Das heißt, die einmündenden Züge, die beeinflussen nur noch wenigstens einen Ampelstrang und nicht mehr beide. So, das werden wir uns mal anschauen, wie das gleich ist. Dann ist es auch ein bisschen anschaulicher, wenn ihr es einfach mal. Wenn ich nicht nur erzähle, sondern wenn da mal ein Zug drüber fährt jetzt gleich, dann passen wir jetzt mal auf. Das Ärmchen hier nach links brauchen wir nicht mehr. Da mache ich aber Schilder hin, damit die Stadt da nichts hinbaut. Falls das Ganze nicht aufgeht, dann mache ich das wieder so wie vorher. So, jetzt brauchen wir nur einen Zug, der darüber fährt. Ja, von links kommt irgendwie nichts. Ja, wäre natürlich gut, wenn jetzt mal was los wäre. Tja, alles, was wir gerade sehen, ist Stau. Das ist natürlich nicht so praktisch. Eigentlich wollte ich euch jetzt zeigen, wie die Ampel funktioniert, beziehungsweise dieser neue Arm. Was ist eigentlich mit diesem ganzen Stau hier? Warum geht das überhaupt nicht weiter? So, okay, der TEE möchte schon mal rüber. Ich weiß gar nicht genau, ob der hier überhaupt wendet in Rüsselswald. Ich glaube nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Also hier ist ja echt gar nichts los in Rüsselswald. Da müssen wir echt mal ein bisschen mehr Verkehr entstehen lassen. Vielleicht noch ein paar weitere Zuglinien erstellen, aber erstmal gucken wir jetzt mal, wie das jetzt läuft hier, wenn der gleich umkehrt. Ich hoffe, das macht er überhaupt. Ich glaube, der fährt nämlich weiter nach Kiesfeld, das ist oben. Aber gucken wir mal. Tja, also auf dieser Brücke ist irgendwie gar nichts los. So, okay, jetzt kommt endlich mal einer. Und zwar unser schöner Warenzug. Und der fährt jetzt nach rechts. Und jetzt sehen wir, was ich gerade meinte die ganze Zeit. Endlich. Der wartet da jetzt, bis die Ampel grün wird. Und wenn die Ampel grün wird für den, dann muss er sich wenigstens nur noch mit dem rechten Arm abwechseln. Also der Kesselwagenzug, der da jetzt rechts rumsteht. Also wenn die Dampflok da rechts im Bild jetzt weiterfährt über das Signal, wo sie jetzt dran steht, unter der Brücke, dann schaltet die Ampel um und das heißt, jetzt ist der andere Arm dran und dann sehen wir mal, ob der Kesselwagenzug oder der Warenzug zuerst dran ist. Okay, der Warenzug. So, jetzt konnte er sich schön einfügen und jetzt ist der andere Arm dran und ja, jetzt werden nicht mehr alle Züge ausgebremst, sondern nur noch ein Ampelarm. Das heißt also, wenn jetzt gleich die Ampel wieder schaltet, dann können die langen Züge da ganz in Ruhe durchfahren. So, okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.